Ah, herzlich willkommen zu unserem ersten Mini-Farm-Vlog. Hier möchten wir euch zeigen, was für Tätigkeiten so anfallen, wenn man in Eigenregie ein paar Pferdchen hält, was man da alles noch so nebenbei so machen muss, was man da für Technik dafür braucht. Da haben wir heute drei Themen. Zum einen das Thema Weidepflege, beziehungsweise ja doch Weidepflege. Dort möchten wir hier drüben im hinteren Bereich, hinter den Bäumen, haben wir eine 2 Hektar große Koppel, die möchten wir heute mal kalken oder wenigstens teilweise kalken mit unserem kleinen Streuer hier an unserem kleinen Trecker. Dann haben wir noch das Thema Misthaufen. Wir haben 2 Misthaufen. Der untere Misthaufen ist voll. Den müssen wir umsetzen auf den oberen, damit wir hier einfach besser mit der Schubkarre wieder hantieren können. Das mache ich aber mit einem größeren Traktor, weil ich irgendwann mal fertig werden will. Und dann haben wir noch eine kleine Standardtätigkeit. Unsere ganzen Ponys haben die Raufen leer gefressen. Dort werde ich mal mit dem Hanomacken 9 Rundballen reinpacken. Und ja, da könnt ihr mal unseren schön leicht gepimpten Hanomack bewundern, wie er mit seiner neuen Fronthydraulik so agieren kann. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und ja, viel Spaß. Erstmal den Trichter befüllen und dabei möglichst wenig Schweinerei veranstalten. So, vollgeladen haben wir jetzt erstmal. Das war nicht 4 Sack oder sowas. 160 Kilo. Wollen wir mal gucken. Jetzt lassen wir erstmal hier unser gutes Gerät los. Es hat gerade geregnet und ich habe mit dem Kalk gematscht. Deshalb sieht die Karre aus wie Sau. Aber da muss ich jetzt durch. Jetzt sind wir am Blühen. Ein bisschen Gas. Das Ding funktioniert natürlich nicht. Der Kalk ist zu nass. Der rieselt nicht durch. Und hier hinten seht ihr, kommt einfach nichts aus. Also muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Zweiter Versuch.
So, kleiner Zwischenstand. Ich sehe aus wie Sau, der Traktor auch. Wir haben das Problem, dass hier... Das ist einfach hier unten nicht vernünftig rausrieselt, weil ich auch den Fehler gemacht habe. Vor 2 Jahren habe ich den gekauft, und zwar habe ich Kalklose gekauft. Also ich habe damals Kalklose gekauft und Kalkgranuliert, beides die gleiche Menge. Kalkgranuliert konnte ich mit dem Gerät super streuen, und Kalk, der lose Kalk ist jetzt in der Scheune, sind jetzt schon die Säcke hochgegangen, das heißt, die haben Wasser gezogen, die sind schon geplatzt, deshalb muss das Zeug jetzt weg. Deswegen ist auch nicht allzu viel mit Dosieren, also entweder es kommt was raus oder es kommt nichts raus. Dann muss ich jetzt einfach mal schauen, wie ich das jetzt mache. Ich habe jetzt hier mit dem Stock immer drin rumgegiegelt. Da bilden sich dann aber solche Trichter, solche Einfalltrichter hier. Sind das? So geht das natürlich nicht. Und diese Trichter, die verhindern halt das Nachrutschen des Materials. Dazu kommt, dass es halt immer mal so ein bisschen genieselt hat, das ist auch nicht gut. Aber ich will das Zeug jetzt einfach nur loswerden, das muss jetzt einfach weg. Weil ich den Hänger auch wieder brauche. Und dann muss ich halt während der Fahrt hier immer mit dem Stock drin rumsparen, was man natürlich nicht macht. Das ist auch alles nicht so richtig zulässig. Tja, es hilft alles nichts. Das Zeug muss weg. Also kann ich nur so weitermachen und hoffen, dass das so halbwegs funktioniert. Die erste Trichterfüllung ist verstreut, jetzt geht's zum Nachfüllen.
Unser fluchtsüchtiges Pony ließ es sich natürlich nicht nehmen, die frisch gekalkte Koppel zu inspizieren. Mit Kalkstreuen sind wir jetzt fertig. Jetzt muss noch das Steuer ab, damit wir beim Nachfüllen der Heuraufen genug Platz nach hinten haben. Ja, zurückgeklappt ist er schon, Oberlenker ist schon ab. Kommt mal her. Jetzt mache ich als nächstes die Zapfwelle ab. Die war ja neu. Neue Zapfwellen haben immer so einen schönen Zapfwellenschutz. Ach, der andere mal sehr neu ist. Ah, und dann geht er weg. Fertig. So. So, das machen wir anders. Jetzt machen wir erstmal hier oben die Zapfel ab. Ausziehen. Das geht natürlich nicht. Jetzt erwarten wir. Dann geht's hier ab. Schon. Ja, hier geht's ab. Hier ab. Zack. Jetzt auf die Unterlenker. Achtung, Fuß weg. Das ist nicht der richtige Weg, eine Steuer abzubauen. Undankbares Ding. Ja, aber es funktioniert gerade. Machen wir gleich noch sauber. Tada. So, jetzt machen wir es bei Heu. Thank you.
Schluss wollen wir noch unseren unteren Misthaufen umsetzen. Das ist immer der Misthaufen, den wir gut mit der Schubkarre erreichen können. Das trägt sich abäppeln. Der muss weg. Dafür nehmen wir diesmal unseren großen Traktor, weil mit dem kleinen werden wir da einfach nicht fertig. Und zwar muss der Misthaufen da hinten, hinter den Zaun, seht ihr den nächsten. Das ist quasi unser bisschen größerer Lagerplatz. Dort wollen wir den jetzt mal umsetzen. Werden wir für heute fertig. Der Kalk ist verteilt, der Misthaufen umgesetzt und die Pferdchen wieder gefüttert. Jetzt sollte es denen erstmal wieder eine Weile gut gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.